Willkommen zurück bei Beauty Maker Bart. Endlich ist der Frühling wieder da. Endlich sieht man überall wieder die knalligen Farben. Und genau damit werde ich auch heute ein schönes Tutorial machen. Viel Spaß dabei. Ich trage erstmal den Foundation Primer auf, damit die Foundation einfach schöner auf der Haut sitzt. Poren kleiner wirken. Ich möchte, dass meine Haut so richtig schön leuchtend aussieht. Und deswegen nehme ich mir, also ich mische wieder mal die Foundations zusammen, so wie ich es öfter mache. Also die Matte Wear und die Luminous Wear. Aber diesmal mache ich 2 Drittel von der Luminous Wear und 1 Drittel von der Matte Wear Foundation. Die Luminous Wear Foundation ist einfach für trockenere Haut. Die hinterlässt wirklich so ein leuchtendes Finish. Und die Matte Wear Foundation ist ganz klar, wie der Name sagt, einfach matt und für Mischhaut und ölige Haut super geeignet. So, ich habe die auf dem Handrücken und mix sie zusammen, verteile sie. Die Augenbrauen mache ich eigentlich wie immer. Ich kämme sie erstmal nach unten. Und arbeite mit dem Augenbrauenstift in Blond. Ja, überall da, wo ich einfach so ein bisschen mehr Fülle haben will, das alles farblich angleichen möchte. Also hauptsächlich im hinteren Bereich. Und so ein ganz kleines bisschen weiter vorne im Bereich. Danach immer noch mal durchkämmen. Als nächstes kommt der Eye Primer. Es wird heute ein total schneller und einfacher Alltagslook. Das heißt, die Augen lasse ich relativ hell und ich bringe einfach nur ein bisschen Farbe auf die Lippen. Deswegen nehme ich jetzt den Lidschatten Honey Spice und bringe den aufs gesamte bewegliche Lid. Und dieser Look, muss man sagen, der kommt eigentlich jedes Jahr wieder. Also die Augen wirklich dezent gehalten, dafür die Lippen einfach in kräftigen Farben. Das ist eigentlich jedes Frühjahr und jeden Herbst gibt es irgendwie. Jedes Frühjahr und jeden Sommer. Und eigentlich ist es so, dass es diesen Sommer einfach orange, diese Lippentrendfarbe ist. Das werde ich euch auch noch zeigen. Also dann werde ich auch noch einen Look mitmachen, aber das dauert noch ein bisschen. Und heute nehme ich einfach mal meinen Fingernägeln entsprechend und meinem Oberteil entsprechend so eine richtig schöne knallige pinke Farbe. So den Lidschatten auch noch hier vorne in den so ein bisschen unters Auge, aber nur im ganz vorderen Bereich. Und das war's auch schon mit dem Lidschatten für heute. Ganz ungewohnt für mich. Jetzt nehme ich mir den Eyeliner in Deep Brown und so einen kleinen Schwämmchen-Applikator, um den gleich zu verwischen. Man kann dafür alles Mögliche benutzen. Man kann Finger benutzen, man kann einen Q-Tip benutzen. Ich benutze einfach den, weil ich den jetzt da habe. Aber wenn ihr den Eyeliner von Mary Kay verwischen wollt, dann beeilt euch wirklich. Weil, ja, man macht ihn drauf. Dann hat man ganz kurz Zeit, den zu verwischen. Und dann ist er fest. Und dann bleibt er auch da, wo er ist. Also zügig arbeiten. Ich setze ihn jetzt wirklich nur ganz unten an. Das heißt, ein ganz, ganz feiner Strich. Mehr in die Wimpern als alles andere. Und dann verwische ich ihn. Und ich fange jetzt schon bei der Hälfte vom Auge an zu verwischen und nicht erst, wenn ich vorne angelangt bin.
Dann kommt der Eye Crane in Gold Mine. Einfach recht dick in die untere Wasserlinie auftragen. Der darf auch ruhig so ein bisschen nach unten verschmieren. Und den Lash Love Lengthening Mascara. Der macht ihn wirklich ja, sehr schön lang, trennt sie ganz toll und fächert sie auf. Also klumpige Wimpern, da kann man machen, was man will, das kriegt man mit dem nicht hin. Gegen die nicht allzu stark heute ausgeprägten Augenringe, zum Glück, kommt der Facial Highlighting Pen in Nummer 1. Und darüber, um alles zu fixieren, nehme ich jetzt ein Puder. Und zwar die Mineral Powder Foundation von Mary Kay in Ivory 2. Ich trage die einfach in kreisenden Bewegungen auf. So, ich pudere jetzt aber nur ein bisschen, damit eben nicht dieser gesunde Glow, den ich ja haben will, dieses Leuchten der Haut, dass es weggeht, das soll natürlich da bleiben. Und was ich an dieser Frühlingszeit wirklich liebe, ist, ja, dass man einfach auch noch so helle Haut hat. Also ich mag es genauso, wenn man total schön braun ist, was bei mir natürlich nicht der Fall ist, leider. Aber ich finde braune Haut sehr, sehr schön. Aber genau jetzt, in dem Moment, wo die Sonne einfach noch nicht so lange da war, aber trotzdem so langsam die Sommersprossen so ganz leicht rauskommen, ohne dass man schon braun ist, das finde ich total schön von der Haut. Und deswegen habe ich auch nicht so eine starke Deckkraft benutzt, sondern wirklich eine leichte Deckkraft, ein leichtes Puder drüber. Und ich werde auch keinen Bronzer benutzen, keine Konturierung, nichts, damit einfach wirklich dieses frische Frühlingsgefühl da ist. Ich finde, das sieht immer einfach am schönsten aus. Und deswegen nehme ich jetzt nur das Sheer Dimensions Powder in Ribbon. Und ich mache das jetzt wirklich nur dezent. Und darüber nehme ich jetzt den Highlighter in Pink Pearl. Einfach mit dem Finger ein bisschen hier rein. Und dann trage ich den direkt auf meinen Wangenknochen auf. Und der kommt auch unter die Augenbraue als Highlighter. Jetzt kommt der letzte Schritt zum frischen und einfachen Frühlings-Make-up. Und zwar nehme ich den True Dimensions. Ich nehme den True Dimensions Lipstick in Wild About Pink und trage den ohne Lip Liner, ohne irgendwas, ganz einfach nur auf. Oh, ich liebe diese Farbe. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist eine richtig knallige Frühlingsfarbe. Ihr Lieben, das war es auch schon wieder. Das war jetzt ein super schnelles, einfaches Frühlings-Make-up, das man zu eigentlich fast jeder Gelegenheit tragen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Like. Und wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann drückt einfach unten auf Abonnieren. Und ich verspreche auch, das nächste Video dauert nicht mehr so lang wie das jetzige Video. Wirklich nicht. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!